Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Asylum. Ja, wir sind hier im Finale, dem finalen Kampf gegen den Joker. Aua! Komm her! Was muss ich machen? Bam, bam, bam! Weg da! Entschuldige mich, Bats! Okay, kann ich dich bitten? Kommt rein, Jungs! Ich hab ihn schon für euch weich gekocht! Ah, ich muss die jetzt kaputt machen. Meine Güte! Ach du Scheiße! Jetzt komm! Und sind es viele wieder? Wie ging die Runde Ihrer Meinung nach aus? Sprechen Sie lauter! Ich hab doch Dreieck gedrückt! Der ist für euch! Schlag ihn! Ah. Tschüss. Das hast du gedacht. Zack. Und zack. Zack. Und dann noch den hinterher. Hey, ist das Jack Ryders Chopper, den ich da sehe? Hä? Bewohner von und jetzt Gotham, muss ich dich... Ah! So muss ich dich da runterholen. Runter. Alles klar. Ah. Ich wusste, da war noch was. Wenn ich das hinter mir habe, reiß ich dir deinen verdammten Kopf ab. Und tschüss. Das hat viel abgezogen. Das hat wehgetan, glaube ich. Zeig mir deine besten Schläge, Bats. Okay. Glaubst du, aua! Bring mich nicht zum Lachen. Hier bin ich. Und tschüss. Outside, Bats. Meine Leute brauchen dich. Okay, und so läuft es jetzt die ganze Zeit ab, oder was? Gebt ihm eine Abreibung von mir, Jungs. Er langweilt mich. Okay, wenn du meinst. Pass auf deinen Körper auf, Ben. Ich glaube, die Runde habe ich gewonnen, oder, alter Mann? Mann! Frag ihn nochmal! Oh, Mann! Oh, wie mich alles das... Okay, Kumpel. Wie ich diese Typen mit dem davon? Messer hasse. Was hat mich getroffen? Ja! Und tschüss. Und jetzt nehme ich dich noch. Und tschüss. Tschüss. Noch mehr Helikopter! Verdammt, ich hab gemeint, ich krieg noch. Wie aufregend! Und jetzt komm her, Joker. Was machst du da? Ich bin halb tot, sehe ich. Gerade fall schon runter. Dafür wirst du sterben, Bats. Glaube ich weniger, Joker. Lass mal sehen. Okay, ich habe viel Energie dazu bekommen. Aua! Bin gleich wieder zurück, Bats. Na, dann hau schon ab. Kommt, Jungs, haut ihm ein paar rein. Ich muss mich an die Stadt wenden. Wisst ihr was davon? Pass auf! Ich glaube, es gibt eine einstimmige Entscheidung, dass ich der Größte bin. Jetzt kommen sie mit Waffen daher. Das wird wehtun. Was wird jetzt? Wieso hat der jetzt die Knarre gehabt? Ich hab nichts gehört. Für dich? Ach, verdammt. Heute, Gotham, habe ich deinen geliebten dunklen Ritter besiegt. Nicht traurig sein. Du kommst als Nächster dran. Oh, Mann.
Dieses Mal werden wir den Joker besiegen. To Tango! Let's get ready to Tango. Einfach immer abhauen oder was? Wenn ich das so richtig verstanden habe. Entschuldige mich, Bats. Ja, einfach immer abhauen vor ihm. Kommt rein, Jungs. Ich hab ihn schon für euch weich gekocht. Na, dann kommt's. Jetzt kommt's. Und Ringrichter, wie ging die Runde Ihrer Meinung nach aus? Sprechen Sie lauter. Ach, verdammt. Das wäre getan. So. So, so. Wieso hat es jetzt nicht gezählt, dass ich den geschlagen habe? Lass dich nicht schlagen, Idiot! Mann, Mann, manchmal akzeptiere ich das nicht, dass ich konter. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das hat wehgetan. Ja, ich muss sagen, diesmal läuft es ausgesprochen gut. Hey, ist das Jack Ryders Chopper, den ich da sehe? Na, geh von mir runter! Ah! Gebt ihm eine Abreibung von mir, Jungs. Ach komm! Ich glaube, die Runde habe ich gewonnen, oder, alter Mann? Ich mach Hackfleisch und... Oh Mann. Das wird kritisch. Weg da. Noch mehr Helikopter. Und tschüss. Wie aufregend. Jetzt komm runter, der Joker. Was machst du da? Ich bin halb tot. Wenn ich das hinter mir habe, reiß ich. Aber ich habe ordentlich Erfahrungspunkte bekommen. Zeig mir deine besten Schläge, Bats. Nur 500? Und ich wurde noch nicht geheilt. Jetzt war ich gerade irgendwie ein bisschen neben der Spur. Wer feiert als Nächster mit mir? So ein ganz kleines bisschen, aber nur. Okay. Alle guten Dinge drin sind drei. Konzentration. Jetzt schafft man. Let's get ready to tango! Na komm mal her, Joker! Du verlierst und jeder will. Aua! Entschuldige mich, Bats! Kein Problem! Bis dann, Joker! Kommt rein, Jungs! Ich hab ihn schon für euch weich gekocht! Schlag weiter! Pass auf! So. Und Ringrichter, wie ging die Runde Ihrer Meinung nach aus? So. Sprechen Sie lauter. So. 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 Ich hab gedruckt. Tschüss. Jawohl. Okay, jetzt habe ich falsche Taste. Ah, da leben ja noch welche. Hat das wehgetan? Gut. Hey, ist das Jack Ryders Chopper, den ich da sehe? Gib weg. Bewohner von Gotham, genießt. Komm da runter, Joker. So, jetzt geht's prügeln. Schön. Zeig mir deine besten Schläge, Bats. Jetzt gibt's erstmal Energie für mich. Hier bin ich. So, wieder Multi-Battering auswählen. Gebt ihm eine Abreibung von mir, Jungs.
Er langweilt mich. Jetzt kommt. Ich glaube, die Runde habe ich gewonnen. Oder, alter Mann? Ah, den habe ich nicht gesehen, dass der Messer hat. Und zack. Zack. Hast du nicht drauf? Ja. Alles okay, Kumpel? Weg da! Das wird nicht. Bam, Mann! Schön! Schön! Mann, ich wollte gerade einen hochheben! Komm mal her, geh da rüber. Noch mehr Helikopter. Sehr schön. Wie aufregend. Komm da runter, Joker. Was machst du da? Hol dich da runter. Und jetzt geht's wieder eins auf die Omme. Dafür wirst du sterben, Pets. Bam, Mann. Lass mal sehen. Okay. In der Regel, da muss ich jetzt nur vor Joker fliehen. Bin gleich wieder zurück, Bats. Okay. Mach's gut. Schreib eine Karte. Komm, Jungs, haut ihm ein paar rein. Ich muss mich an die Stadt wenden. Pass auf deine Köpfe auf, Bats. Ich glaube, es gibt eine einstimmige Entscheidung, dass ich der Größte bin. Bisschen, ne? Wirf ihn zum Boden und trage auf seinem Gesicht rum. Und der wird geworfen. Alles okay, Kumpel. Zack. Und zack. Und jetzt wird der einfach mal reingeschmissen. So. 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 Und. Down? Mann. Ich glaube, die Runde habe ich gewonnen. Oder, alter Mann? Nein, hast du nicht. Ich gebe dir was für die Morgennachrichten, Gotham. So, ich glaube, der ist paralysiert. Und jetzt komm mal runter, der Joker! Jetzt zieh ich dir deine letzte Energie ab. Jetzt komm her. Oh! Ich kann's vertragen. Ich kann alles einstecken, was du austeilst, Bats. Du kannst mich nicht besiegen. Ich werde gewinnen. Bereit zur nächsten Runde? Immer. Was? Ich werde dich niemals gewinnen lassen. Niemals! Das tut weh. Da sprühte das Gel auf sich selbst. Mir geht's gut, Barbara. Das GCPD kontrolliert endlich die Anstalt. Die Ärzte behandeln die Verletzten, aber so wie es aussieht, dauert das. Alle Superverbrecher sind wieder in Haft. Da drin herrscht ein ganz schönes Chaos. Und die durch das Venom veränderten Insassen werden wieder normal. Obwohl für manche der Prozess schmerzhaft wird. Und Dad, wie geht's dir? Ich überleb's. Wir sehen uns heute Nacht, Barbara. Blöde Sache, das mit deinem Auto. Kann ich dich mitnehmen? Danke, Jim. Ich komme alleine klar. Ruh dich aus. Du verdienst es. Sei vorsichtig, Jim. Okay. Ich darf wohl den Controller aus der Hand legen.
Ja. Ich schätze mal, das war's. Ich bin noch ein bisschen, ja, angespannt. ja, okay. Kommen wir mal zu meiner Bewertung. Ich kann gar nicht viel sagen. Das Spiel ist einfach nur noch scheiße geil. Ich meine, das Spiel ist absolut Weltklasse. Es macht einen Riesenspaß zu spielen. Das Kampfsystem ist genial. Das Kampfsystem ist wirklich absolut genial. Es ist nicht ganz einfach, finde ich. Ich habe das Spiel jetzt durch und bin immer noch nicht so ganz im Kampfsystem drin. Das Kampfsystem ist nicht so ganz einfach, finde ich, aber es ist sehr, sehr geil. Es ist sehr geil und innovativ, es ist absolut was Neues, es ist sehr geil. Und man könnte, wenn man wirklich gut ist, schafft man es dadurch im Kampfsystem durchzukommen, ohne Schaden zu nehmen. Und das finde ich halt sehr, sehr geil. Weil man eigentlich nur dann Schaden nimmt, wenn man selbst Scheiße baut. Und nur dann verreckt, wenn man Scheiße baut. Und das finde ich halt irgendwie geil gemacht. Und ja, deswegen würde ich wirklich mal sagen, das Kampfsystem ist wow. Einfach nur noch wow. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Die Story ist klasse, wie ich finde. Also es ist genial, wie das hier erzählt wird. Vor allem der Joker. Oh Gott, Leute, der Joker. Oh, den haben sie in dem Spiel ja wieder wunderbar rübergebracht. Also den haben sie hier wirklich wunderbar rübergebracht. Da muss ich gleich mal einen Schluck Tee trinken. Also, wow. Ich muss dazu mal sagen, ich weiß nicht, welchen Joker ich irgendwie besser gelungen finde. Diesen hier oder den von The Dark Knight von Heath Ledger. Wow, es sind beide Joker einfach nur noch wahnsinnig geil gelungen. Wie ich finde. Der im Film ist auf die brutale Art und Weise sehr gut gelungen. Und der hier ist auf die humoristische Art und Weise besser gelungen. Also, die sind beide einfach nur noch wahnsinnig geil gemacht. Muss ich wirklich mal sagen. Beide Joker wahnsinnig geil. Und wow. Die Witze von ihm einfach. Vor was hast du wirklich Angst, Batman? Dass du Gotham nicht retten kannst? Vor dem und dem, bla bla bla, vor mir im Stringtanker? Ach, es war herrlich. Das ganze Spiel war einfach nur noch herrlich. Die ganzen Gegner sind wirklich sehr, sehr gut in Szene gesetzt worden. Und ja. Auch, dass man zum Schluss jetzt, wie man gegen den Joker kämpfen musste. Naja, es war fast zu erwarten, dass sowas kommt, aber ich fand's halt dann doch ein bisschen traurig irgendwie mit dem Joker. Ich hätte mir da irgendwie einen anderen Kampf gewünscht. Weil der Hauptgegner im letzten Bossfight sind und bleiben die Handlanger von Joker und nicht Joker selbst. Und das finde ich halt dann doch ein bisschen traurig. Hätten sie es dann ruhig machen können, dass sie irgendwie den Joker irgendwie stärker machen. Keine Ahnung, irgendwas hätte man sich da einfallen lassen können. Dass er den Joker selbst, dass der Joker dann auch zu einem dieser Viecher wird, die so auf dich zurennen, wo du einen Batarang schmeißen musst. Das hätten sie zum Beispiel machen können. Warum haben sie das nicht gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich finde, hätte es so besser gefunden, aber okay. Man kann nicht alles haben. Die Riddler-Rätsel finde ich auch sehr, sehr geil. Und wo wir gerade beim Thema Riddler-Rätsel sind. Soll ich sie jetzt noch machen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich kann es beim besten Willen nicht sagen. Ich hätte irgendwie schon Lust darauf. Das Problem dabei ist, ich kann euch gerade nicht wirklich abstimmen lassen, ob ihr die Riddler-Rätsel sehen wollt oder nicht. Naja, das hier müsste jetzt Part 36, glaube ich, sein.
wenn ich mich nicht ganz irre. Und naja, das ist der letzte Part. Das Spiel ist durch. Und ich habe noch nicht einen einzigen Part hochgeladen. Ja, ich habe das ganze Spiel mal kurz so durchgesuchtet, dass ich noch nicht mal dazu gekommen bin, einen einzigen Part hochzuladen. Das ist schön. Und tja, deswegen werde ich mal schauen, ob ich's mach oder nicht. Wahrscheinlich schon. Aber es gibt auf jeden Fall noch etwas, was ich euch zeigen möchte. Denn dadurch, dass ich hier die Game of the Year Edition habe, kann ich etwas downloaden. Und zwar ein paar Challenges Maps. Und zwar eine einzige davon möchte ich Minimum zeigen. Und zwar die, wo man als The Joker spielt. Ja, das möchte ich noch kurz selbst mal erleben. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Das ist dann wirklich komplett blind. Ich habe keine Ahnung, was mich hier bei der Challenge Map erwartet, wenn ich den Joker spielen werde. Keine Ahnung, was mich erwartet. Ich bin schon sehr gespannt. Und ja, das werden wir dann auf jeden Fall alles sehen. Und ich muss dazu mal sagen, dieser Abspann ist sehr, sehr lang. Wow, er ist sehr, sehr lang. Und ja, wo ich es jetzt gerade sehe, ist Scarecrow. Ja. Boah, das Bild ist so brutal. Scarecrow. Er ist schon gut in Szene gesetzt und ja, aber ich habe einfach, ich mag ihn einfach nicht. Ich mag Scarecrow einfach nicht. Der nervt. Der ist so mies, der ist so gemein. Und naja. Wie dem auch sei. Wo es mir gerade einfällt, was ich vielleicht noch ein bisschen zu kritisieren habe. Was ich jetzt nicht ganz so toll fand. Killer Croc. Ich fand es gut, dass Killer Croc wieder drin vorgekommen ist. Ich fand es sehr gut, dass Killer Croc vorgekommen ist. Weil Killer Croc, das ist so eine Hassliebe mit dem. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn überhaupt nicht. Weil ich einfach Schiss vor dem habe. Gleichzeitig liebe ich diesen Typen einfach nur noch extrem. Wie gesagt, das mit Killer Croc, das ist so eine Hassliebe. Und naja, ich fand's halt irgendwie schade, wie sie den da rübergebracht haben, als Gegner, wie man gegen den kämpfen musste. Und ich finde, da hätten sie sich ruhig irgendwas ausdenken können. Das ist so eine Art Ebene machen, wo man gegen Killer Croc dann kämpfen muss und ihn eben taktisch besiegen muss, weil er zu stark ist. Da hätten sie sich schon irgendwas überlegen können, dass man irgendwas mit dem Gel machen muss. Dass man ihm so eine Falle stellen muss, aber nicht, dass man da hier irgendwelche Boote, Floße, Holzteile rüberschleichen muss. Das fand ich dann doch ein bisschen schade. Aber okay. Was man noch dazu sagen muss bei dem Spiel. Ja, es gibt so viel bei dem Spiel zu sagen. Wo ich es jetzt nämlich gerade sehe, ich fand die deutsche Sprachausgabe sehr, sehr geil und sehr, sehr gelungen, muss ich sagen. Ich brauche jetzt erstmal einen Schluck Tee, aber ich fand die wirklich sehr, sehr gelungen. So. Nein, wie gesagt, die deutsche Sprachausgabe fand ich sehr, sehr gelungen. Hat mir sehr gut gefallen. Und hat das Spiel selbst nochmal ordentlich aufgemotzt, wie ich finde. Und hat ihm nochmal einen richtig geilen Touch verliehen. Nichts gibt's mehr zu sagen. Es ist alles gesagt. Und das Spiel geht weiter. Schauen wir uns das noch an. Ja. Killer Croc.
wo wir vorher beim Thema waren. Glückwunsch, du hast den gepanzerten Bat Suit für den Herausforderungsmodus freigeschaltet. Okay. Und das ist was? Bonusinhalte. Ja, das will ich jetzt, das werde ich dann offscreen runterladen. Die Charakterbiografien, die muss ich auch noch durchgehen. Die Figuren wollen wir uns auch noch anschauen, aber Möpse wollen wir kurz sehen. Oh lala, Möpse. Möpse. Arsch? Oh, ein bisschen. Aber Möpse. Ja, okay, die Figuren finde ich irgendwie cool. Wow. Wow. Schon irgendwie krass. Oh, schaut euch mal an, was der für eine Panzerung hat. Alter. Das ist schon krass. Und das ist der normale, okay. Alter Verwalter. Okay, ich habe nicht mal alle Figuren. Das Batmobil. Das Batmobil finde ich ja irgendwie schon cool. Kommt, die Figuren schauen wir uns jetzt noch an. Als Special Extended. But, oh, da sitzt der Batman drin. Ein stinknormaler Blackgate-Häftling. Ich hab sie gehasst. Diese Typen mit dem Messer. Ich hab sie gehasst. Noch mehr als euch. Noch mehr als die mit der Waffe. Noch mehr als alle anderen. Ich hab sie gehasst. Die mit dem Messer. Killer Croc, wow. Da traut man sich gar nicht, den irgendwie genauer anzuschauen. Weil der irgendwie aus dem Bildschirm springen könnte. Abartig. Scarface. Haben wir den Joker hier? Sehr gut. Was hat denn der da auf der... Ah, eine Blume, okay. Mit Scarface. Oh yeah. Frank Bowles. Das war der Säufer, gell? Bowles. So. Oh, wen haben wir denn da? Madame Möpse. Möpse. Die hat größere Möpse und tollere Möpse als Harley. Aber ich mag sie trotzdem lieber. Ich meine natürlich hier. Wow, Joker auf Titan. Leck mich am Arsch, hat die in den Arsch. Oh, Mann. Joker. Boah, also das sieht sein Körper schon echt kaputt aus, ganz ehrlich. Alter, wie die... Alter. Wie die Venen, wie die ganzen Adern und so halt... grün leuchten. Alter. Das ist schon echt krass gemacht. Ja, der gute alte Sharpie. Den mag ich nicht. Aaron Cash. Ja, der Cash war cool. Der da nur noch einen Arm, weil... nur noch eine Hand, besser gesagt, weil die andere von Killer Croc abgebissen wurde. Oh, da haben wir den guten alten Sass. Was mich bei ihm ja mal interessieren würde, welche Stelle hat er sich für Batman aufgehoben? Welche Stelle hat er sich für Batman aufgehoben? Das ist ja echt krass, da merkt man, wie viele Leute der eigentlich getötet hat. So viele Narben, wie der schon hat. Alter. Ich könnte mir vorstellen, er hat 4 Striche auf der Stirn. Da fehlt ein einziger Strich. Es kann sein, dass diese Narbe für Batman vorgesehen ist. Vielleicht damit jeder sieht, hey, seht her, ich habe Batman getötet. Könnte es sein. Ich habe gar keine Figur von Joker, sehe ich gerade. Also vom normalen Joker. Ohne Steroide. Okay. Ja.
Ich würde mal sagen, ich habe noch viele Rätsel zu lösen. Wow. Noch sehr viele Rätsel. Das schauen wir uns mal beim nächsten Mal genauer an wieder. Und ja, beim nächsten Mal mal schauen, was wir da alles machen werden. Also gut, Leute, das war dann mal Let's Play Batman Arkham Asylum für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.